Hä? Wieso dunkel? Scheiße, wahrscheinlich. Genau, das ist nämlich, was ich euch gerade sagen wollte. Als kleiner Tipp, wenn das Matching zu lange dauert im PvE-Modus, so habe ich meine Erfahrung gemacht, brecht das ab, geht kurz zurück und startet dann nochmal neu. Das habe ich gemacht und habe dann gleich ready und habe damit auch gar nicht die Zeit ausgewählt. Glaube ich. Ja, naja. Gut, aber ich glaube, ich weiß, wo wir sind. Das ist hier, müsste da hinten das User-Camp irgendwo sein. Wir müssen aber in Jägers Lager, Jägers Camp finden und, ja, entkommen. Geil wäre es noch, so eine Unter-Body-Armor gleich mit rauszuschleppen. Ich hatte eigentlich 17 Uhr gewählt, irgendwie. Naja, dann wird es jetzt 6 Uhr sein und der Tag anbrechen. Wir können ja mal rüber gucken. Was habe ich für einen Feuermodus? Ich glaube, man sollte auch im PvE-Modus nicht leichtsinnig zu Werke gehen. Aber das Geile ist halt, man kann halt auch mal schleichen und hier so jetzt den Hang, ohne Angst zu haben, dass sich irgendwo einer auf dem Berg sitzt oder im Gebüsch und dich wegsnipt, was ja legitim ist im Endeffekt. Aber der größte Seelenfrieden, den ich hier im PvE habe, ist halt die Gewissheit, dass mich niemand cheaten kann. Das ist halt immer das Traurige. Ich liebe auch den Reiz des PvP, aber immer diese Ungewissheit, ja, wenn jemand mal wieder mit magischen Kräften zugeschlagen hat. Und man will ja auch nicht jeden jetzt hier als Cheater verurteilen oder sowas. Von daher, hier habe ich meinen Seelenfrieden, kann Darkov spielen. Ja, man kann halt nicht alles haben. Der eine Reiz fehlt. Aber so kann man in Ruhe hier seinen Darkov genießen. Ohne diese Cheater-Arschlöcher. Und das sind Arschlöcher, Riesen-Arschlöcher. Die machen hier alles kaputt, diese Pisspötter. Überall. Achso, und nicht wundern, wenn ihr irgendwie komische Geräusche hört. Ich habe das Fenster auf. Kann sein, dass ein Auto vorbeifährt, dass ich, wenn ich gerade rede, dass das Mikro aktiv ist. Und dann ja hier irgendwelche komischen Geräusche zuschlagen. Stand hier nicht immer mal noch eine Truhe irgendwo? Ich meine nicht die Waffenkiste hier, sondern eine Truhe. Ui, was haben wir denn hier Schönes? Ah, da hätte es nicht die Unterrüstung sein können. PK-06 ist auch nicht mehr das, was es mal war. Naja, gut, schon lange nicht mehr. Das hat man kaputt gespielt. Okay. Auch nicht mehr, die habe ich ja schon gefunden. Ein bisschen Loot XP. So, jetzt wird es auch hell hier. Sehr schön. Was haben wir hier? Drei Sonne nehmen wir mit. Was brauchen wir noch für eine Quest? Und noch was ist halt geil, so dass du halt deinen Fortschritt nicht verlierst durch den Vibe.
Man kann sich also Zeit lassen, man kann mal alle Quests machen, die man möchte, die man sonst nie geschafft hat in der Zeit. Weil man vielleicht zu wenig Zeit hat oder dann zwischendurch die Lust verloren hat oder so. Jetzt kannst du halt immer spielen, wenn der Sinn danach steht und knüpfst immer direkt an deinem Fortschritt an. Das ist doch mal eine geile Sache. Was auch noch geil wäre, was ich mir auch schon ewig gewünscht habe, ist, dass sie endlich auch... Naja, braucht man das jetzt noch sozusagen? Die Season, Non-Season im normalen PvP-Zone, in der normalen PvP-Zone. Weiß ich jetzt gar nicht, habe ich mir jetzt direkt noch nicht mal einen Kopf darüber gemacht. Das jetzt noch Sinn macht. Also das hätte ich mir sonst immer gewünscht, dass du halt, bevor es hier die PvE-Zone gab, in der PvP-Zone, wie sie jetzt heißt, halt auch zwischen Season und Non-Season unterscheidest. Und da hättest du ja Non-Season auch hier so einen dauerhaften Charakter. Aber ob das jetzt noch nötig ist, ich weiß es nicht. Naja, halt wie gesagt, hier fehlt jetzt das PvP. Aber stört mich jetzt nicht so sehr, muss ich sagen. Ein kleiner Wermutstropfen ist es klar. Ganz klar. Fehlt halt ein bisschen was, was Tarkov so mit ausgemacht hat. Aber auf der anderen Seite, wie gesagt, man kann in Ruhe looten und leveln und Tarkov erfahren. Ohne PvP-Stress oder Cheater-Stress. Das ist es ja. Das ist eigentlich ja das Schlimmste, so was mich am PvP halt immer angekotzt hat. Und die hatten ja auch, was haben sie gesagt? Von Dezember bis Januar hatten sie ja auch wieder, lass mich lügen, 40.000 Cheater gebannt. Und auf einen solcher dieser Idioten triffst du garantiert. In einem Raid. Das ist. Da habe ich beim Drama. Hat, glaube ich, keiner Bock auf sowas. Und die können sich jetzt ihre Ärsche abschieben, bis sie schwarz werden. Weil ich. Oh! Weil ich zum Beispiel werde hier einen Teufel tun und. Hier von wegen nochmal PvP spielen. Vielleicht irgendwann mal wieder, aber so jetzt erstmal demnächst nicht. Da habe ich gar keine Gelüste dazu. So, da haben wir schon unseren ersten. Das heißt ein MRE, das bräuchte man eigentlich auch. Metools weg. Ach, die Milch auch weg. Was kostet die Welt? Was haben wir hier für Munition? Ah ne, das ist ja so ein... Ach doch! Ich dachte erst, das war ja so ein TNT Paket M855. Oh! Alter! Sag nicht, dass das hier nicht gefährlich ist. Schallgedämpft sogar. Leco mio. Vielleicht noch die Goons hier unterwegs. Das ist ja alles wie gehabt. Nur, dass du halt keine echten Spieler, keine echten menschlichen Gegner hier drin hast. Ansonsten ist es ja Tarkov, wie wir es kennen. Und da ist mir eigentlich auch mal aufgefallen, so, wir haben ja diesen Offline-Modus und dachte ich mir ja, PvE, warum? Wir haben noch Offline-Modus. Ist ja aber auch Quatsch, weil im Offline-Modus kann ich nicht leveln, kann ich meinen Fortschritt nicht
sind die Goons, Alter. Nein. Scheiße, ich muss hier runter. Ging das nicht mal hier runter irgendwo? Ey, ich hau hier ab. Die sind noch nicht ganz dicht, wenn du mich fragst. Aber ich regeneriere keine. Ich kann nicht rennen. Leck mich am Arsch. Alter! Haltet's Maul! Lasst mich in Ruhe! Wieso? Wieso ich? Wieso verfolgt ihr mich, Idioten? Das kann doch nicht sein! Mein Rucksack! Alles! Alles weg. Alter. Es war das Einzige, was mir jetzt das Leben gerettet hat. Den scheiß Rucksack wegschmeißen. Egal. Leck mich am Arsch. Ey, mein vierter Raid und erster Raid auf Woods und direkt schon hier diese Kasperköpfe. Alter, die lassen nicht locker. Ey, wie weit laufen sie mir denn hinterher, sag mal. Das kann doch nicht wahr sein. Oh, Alter. Neid, du hässliches Kind. Scheiße, Mann. Oh, ey, nein.